Irgendwie gelang es Mario also, Wüste und drückende Hitze zu überstehen. Vor ihm erstreckten sich nun Ruinen, die aus dem Sand ragten. Dankbar für etwas Schatten setzten Mario und Tippi ihre Reise fort. Vor diesen Ruinen hatte sie Onkel Pass auf! Gewarnt. Was verbarg sich wohl in den vor ihnen liegenden zwielichtigen Gängen? Das weiß niemand, nicht mal ich, denn ich hab's vergessen. Kapitel 1.4, das Monster der Ruine. Oh mein Gott, ein Monster voll Spoiler. Mario, ich kann es spüren. Sein Herz befindet sich in der Nähe. Aber aus den Sanddünen geht noch etwas hervor. So vorsichtig, Mario. Wartet etwas auf uns. Ja, ich hoffe, das Level schaffe ich. Da, okay, da ist nichts. Ja. Ist da hinten was? Ja, okay. Und durchgehen. Ein Käfer. Ist dead. He too. Und dich auch noch. Ja. Alle Käfer gehen runter. Du wirst nehmen. Käfer, die uns nur irritieren sollen. Au, oh, fuck. Hier. So, zuerst gehen wir mal links. Hier ist nichts. Da ist ja wirklich nichts. Moment. Ich nehme ihn mal mit. Jetzt sehen wir uns das mal genauer an, denn wir haben immer noch Tippi. Es ist wirklich nichts da. Krank. Vielleicht weiter vorne. Irgendwo. Echt nichts da, komisch. So, der stirbt schon irgendwie. Okay. So, dann gehen wir halt mal da hin, weil unten geht schon weiter. Ein Leiter. Ups. Das war doof von mir, ich geb's zu. Oh, eine Schatztruhe. Was ist drin? Eine Karte? Ein Lebenspilz! Heilt automatisch 5 KP, falls die KP auf 0 sinkt. Geil, also. Gott, die Kletteranimation. Wundervoll. Mua, sag ich da nur. Mua. So. Okay. Bild da vorbei. Nee, okay. In die Tür, komm. Schon wieder 3 Minuten im ersten Raum verplempert. Super, warte mal so. Nothing. Aber wir könnten hier weiter leichter vorbei. Aber das machen wir nicht. Rob, wir brauchen einen Schlüssel. Wo finden wir den? Ah, wir sollen hier reinkommen. Au. Alles klar. Und zwar, wenn wir das betätigen, dann sind diese Blöcke die Dimensionen. Und dann können wir hoch. Bam, 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 bam. Oh mein Gott, was soll das sein? So macht es uns auf jeden Fall nichts aus. Aber ich will nicht. Können wir das eigentlich nehmen? Okay, wir können es nicht nehmen. Schnell, schnell, schnell weg. Komm, mach auf. Sag mal, kannst du die Truhe bitte? Muss man echt Millimeter genau davor stehen, oder wie? Okay, der Ruinenschlüssel. Und weiter geht's. Also so Schlüssel und Türen und so, das hat schon mehr Rollenspiel. Also es ist wirklich ein Jump'n'Run mit Rollenspielelementen. Aber mir gefällt der Stil irgendwie. Also für mich ist das Spiel einzigartig. Es hat eine geile Story, finde ich. Also viele Paper Mario Fans meinen, das ist doch kein Paper Mario, das Spiel ist schlecht. Aber ich finde das gar nicht. Ich spiele es eigentlich lieber als die anderen Paper Mario, das sind Let's Plays auch. Ich meine, bei den anderen Spielen hat mich die Story, ich weiß nicht, ein bisschen mitgenommen vielleicht. Aber da, ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich sowieso dann zum Schluss wirklich heulen. Weil ich finde das Ende rührend, traurig, etc. Es hat ja geheißen, das ist eine traurige Geschichte von Liebe. Nein, traurig nicht, aber von einer Liebe und ja. Bla 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 und ich stehe auf Liebesgeschichten. So, jetzt ist es raus. Aber warte, wir können da auch rauf. Da müssen wir hier rauf. So. Okay, wir müssen so rauf.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert ist? Ach so, da hätten wir sowieso so raufgekommen. Das sagt ihr mir jetzt, liebe Entwickler. Ich liebe euch. Ups. Oh, da kommen Gegner. Okay. Aber was, der ist doch schon tot. Und deswegen kann ich jetzt damit nichts mehr betätigen. Komm, komm, komm. So. Bitte. Außerhalb des Raumes ist gerade etwas passiert. Ach, was du nicht sagst. Wirklich? Und ich dachte, das Erdbeben hat sich gerade zum Spaß ausgebreitet. Was soll hier passiert sein? Oh, shit. Oh, ein Schlüssel. Wenn ich da raufkomme. Okay, okay, so geht. Dann halt so, so. Ruinenschlüssel. Oh ja, klar, ich renn voll rein. Immer mit dem Kopf durch die Mitte. Ich frag mich trotzdem, für was es in dem Spiel dahinter gibt. Wahrscheinlich einfach nur aus klassischen Gründen. Aha. Ja, halt so. Aha. Perfekt. Ich weiß noch, früher bin ich da ewig gehangen, bis ich mir wieder eingefallen ist. Oh, da kann man ja mit Tippi auch was machen. Und was soll der Scheiß? Mensch, ich will einfach schnell durch. Ja, klar. Da gibt's einen Geheimgang. Das war so cool. Eine Karte, und zwar ein Bummelkäfer. Karte. Das ist ein Bummelkäfer, ist mir jetzt egal. Warte, wenn ich mich jetzt umdrehe. Wow, 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 wow. Okay, da fliege ich runter. Das ist keine gute Idee. Aber ich wollte sie nur testen. So, oh, schnell, schnell, schnell. So, verliere ich HP. Und umkommen. Gut. Aha, da bist du also. Bist du da? Oh, warte. Ich kaufe mir, oder? Nein, ich kaufe mir gar nicht. So. Schlüssel erhalten. So, gut. Ich weiß nicht, ich habe die Rätsel für schwer in Erinnerung. Wahrscheinlich war ich da einfach dümmer. So. Ruinenschlüssel. Gut. Rein, wann kommt denn endlich der Endboss? 7 Minuten habe ich noch. Oh, 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 oh. Ein Sprungfeder. Ein Trampolin. Okay, da ist nichts sonst. Gut. Hallo? Aha. Warte, da ist aber nichts, oder? Zum Durchgehen. Nee, okay. Können wir eigentlich auf die andere Seite auch irgendwie spielen? Geht, okay. Ist da was? Ist da was? Nein. Hier ist auch nichts. Okay. Dann müssen wir wohl die Leiter benutzen. So, okay. Kletter bitte schneller, du hast nicht so lange 3D an sich. Komm schon bitte, Mario. Danke, so. Nothing. Aber ist da mit Tippi irgendwas? Ne, echt gar nichts. So. Oh mein Gott, ein riesiger roter Schalter. Was sollen wir mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott! Nein! Wow, da kommen aber ziemlich viele raus. Nein, ist nicht übertrieben. Ich steige einfach auf den Schalter und was passiert? Das geht weg und eine Falltür öffnet sich und alle rollen runter. Ja, das gefällt mir. Und was bringt uns das? Wir haben einen Schalter betätigt, dass die Gegner herkommen.
und einen Schaltpetit, dass sie wieder runterfallen. Aha, und wie soll uns das weiterhelfen? Genau so! Jetzt sind die da alle gestaut und wir kommen durch die Tür. An das habe ich mich noch erinnern können. Ich habe nur gerade so ahnungslos getan. Wirklich jetzt. Ach Gott, was soll denn der Scheiß jetzt? Oh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Verdammt, bin ich gut. So, und jetzt kommt hier eine Treppe her. Und wir können rauf und hier ist ein Speicherblock. Das heißt, glaube ich, gleich Endboss-Time. Keine Ahnung, ob sich der in diesem Part noch ausgeht. Ich weiß nicht, soll ich jetzt aufhören? Superpilz, okay. Ich glaube, jetzt kommt der Endboss. Okay, ich probiere es noch. Sonst schneide ich genau an dieser Stelle.